Buongiorno und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander. Ich befinde mich in Borgo Valsugana, Ghana, am Rande der Dolomiten und fahre heute den Brenta-Radweg Richtung Padua und dann weiter Richtung Venedig. Und wenn du wissen willst, wie weit ich heute komme, dann bleib dabei. Ich verlasse jetzt die Via Claudia Augusta. Die geht jetzt weiter Richtung Feltre und dann über Treviso nach Venedig. Ich folge jetzt aber der Brenta auf der Ciclopista di Brenta. Das finde ich jetzt besser. Erstens geht es da nach Feltre wieder hoch, was ich nicht ganz verstehe, warum man dann diesen Weg nimmt. Ja, und dann ist auch das Wetter irgendwie wieder schlecht. Es hat heute Nacht geregnet, es ist kühl und ich will jetzt aus den Bergen raus. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie weit ich heute komme. Jetzt habe ich einen Espresso getrunken und ein Cornetto gegessen in der Bar und jetzt kann es losgehen. Die Ciclopista di Brenta folgt der Brenta jetzt bis Bassano di Grappo mindestens. Ich weiß nicht, ob es noch darüber hinausgeht. Jedenfalls ist man dann aus den Bergen raus und dann muss ich sehen, wie es weitergeht. Langsam kommt die Sonne raus und es wird ein bisschen wärmer, aber noch nicht so warm, dass ich die Jacke ausziehen könnte. Außerdem hat sich der Gegenwind auch wieder eingestellt, also nichts Neues. Das heißt natürlich nicht Bassano del Grappo, wie ich eben gesagt habe, sondern Bassano del Grappa. Wahrscheinlich kommt aus der Gegend auch der Grappa. Mal sehen, ob ich einen kriege. Ja, man achte auf Bäume und Blätter. Der Gegenwind hat tüchtig aufgefrischt, aber dafür ist die Gegend atemberaubend. Gestern Abend auf dem Campingplatz, da habe ich noch so einen Jungspund getroffen, der mit seinem Rennrad von Venedig bis zum Campingplatz die 120 Kilometer in einem Tag gefahren ist. Ja, das werde ich nicht schaffen. Aber ich denke mal, dass ich so bis Padua komme. Das ist jedenfalls mein Plan. Da ist irgendwo so ein kleiner Campingplatz davor und den steuere ich jetzt an. Ich muss sagen, das Brentatal hat einiges zu bieten an Kulisse. Was mich nur ein bisschen wundert, ist, dass die Römer damals die Straße über Feltre gebaut haben, wo doch, meine ich, dazwischen nochmal ein Berg gewesen wäre. Hier geht es jetzt direkt in die Po-Ebene. Aber die werden schon ihren Grund gehabt haben. Das ist ja auch nur so eine Abzweigung der Via Claudia Augusta. Ich glaube, der Hauptweg ging die Edge runter. Ja, ich muss jetzt mal sehen, wie ich hier mit dem Gegenwind fertig werde. Das Tal ist sehr eng und das wirkt hier so wie so eine Düse. Aber das bin ich ja gewohnt. Deswegen stört mich das jetzt nicht so besonders. Also ich finde es richtig toll, dass die hier diesen Radweg an der Brenta entlang gebaut haben. Er geht immer so am Fluss entlang, kein Verkehr, manchmal überquert man eine Straße, da muss man dann halt aufpassen, aber sonst absolut ruhig, top. Anscheinend geht es da gleich über diese kleine Brücke, das wird ja ein Abenteuer, ganz ohne Geländer. Bin heil über die Brücke rübergekommen, die war dann doch breiter, als sie von weitem aussah. Man kann hier gar nicht lange anhalten oder muss furchtbar aufpassen, weil ständig kommen so Gruppen von Jugendlichen oder Kindern auf Rennrädern vorbei. Und die fahren hier bergauf in einem Tempo, das ist ein Wahnsinn. Das ist Tetze Valsugana oder wie man es ausspricht. Einer der wenigen Orte hier, an denen ich vorbeikomme im Brentatal. Wahrscheinlich ist das so eng, dass es hier keine Siedlungen gibt sonst. Und der Weg folgt jetzt einfach weiter der Brenta, das Tal runter. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich schon bin, ungefähr ein Drittel, würde ich mal sagen, bis zum Ausgang in die Po-Ebene. Moment mal, sind das Geranien? Jetzt verlasse ich das Trentino und komme nach Venedig. Jetzt habe ich gerade in einer Bar angehalten und habe ein Panino con formaggio bekommen mit Käse aus der Region.
Das war genau das Richtige jetzt und total lecker. Das Brentatal wird hier jetzt sehr eng und schluchtartig. Vielleicht haben die Römer deswegen die Via Claudia Augusta nicht hier gebaut, sondern sind über den Berg nach Feltre gegangen. Ich bin jetzt ein Stückchen weiter. Hat sich nicht viel getan. Immer noch sehr enges Tal. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass der Gegenwind noch heftiger geworden ist und man jetzt beim Bergabfahren eigentlich trampeln müsste, um vorwärts zu kommen. Aber jetzt lasse ich mal rollen. Ja, dafür ist die Sonne rausgekommen. Jetzt gerade zwar nicht, aber eigentlich schon. Und bis Bassano sollen es jetzt noch 20 Kilometer sein. Das könnte man gut in einer Stunde schaffen ohne den Wind. Das ist Valstagna. Moment mal, sind das Geranien? Der Weg hat jetzt eine ganze Weile über Straßen durch die Orte geführt, aber jetzt geht er wieder unten an der Brenta entlang. Ich weiß nicht für wie lang, aber ich hoffe ein Stück lang. Das könnte jetzt der Ausgang aus dem Tal sein. Ich bin jetzt in Solagna, der nächste Ort ist Pove del Grappa. Und das müsste dann schon aus den Alpen raus sein. Also es läuft jetzt hier so langsam aus. Schauen wir es uns mal gleich von der anderen Seite aus an. Das ist jetzt von hier aus der Blick zurück ins Brentatal. Nachher, wenn wir ganz raus sind, schaue ich nochmal zurück. Oh, das sind doch keine Geranien, oder? Ja Leute, ich würde sagen, hier hören die Alpen auf. Ziemlich schroff und plötzlich wird es flach. Ja, das ist aber nicht das Ende der Alpen für mich auf dieser Tour. Spätestens um Triest herum, da komme ich wieder in die Julischen Alpen. Und Berge bis nach Griechenland runter gibt es genug. In Slowenien, in Kroatien geht es nur rauf und runter. Montenegro, Albanien und Griechenland selber. Alles bergig. Also es gibt noch genug Quälerei zu sehen in den nächsten Folgen. Also bleibt dran. Ich bin inzwischen in Bassano del Grappa und jetzt würde ich sagen, ich bin in Italien angekommen. Die Brenta ist inzwischen zu einem großen Fluss angeschwollen. Ja, und hier sieht es wirklich richtig nach Italien aus. Ja, hier von der Brücke hat man jetzt nochmal einen schönen Blick zurück auf die Alpen. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich da jetzt raus sein soll. Ich denke mal, es wird noch so ein paar Ausläufer geben mit Hügeln, bis es dann richtig in die Po-Ebene geht. Wir werden es sehen. Ich bin jetzt aus dem Zentrum von Bassano raus, aber noch nicht aus der Stadt. Ich habe jetzt einfach in mein Navi eingegeben, Fernradweg von Bassano nach Venedig. Jetzt hat er mir was ausgespuckt und jetzt geht es erstmal hier so über kleinere Straßen. Ich hoffe, dass das funktioniert und ich dann auch den Weg finde, weil es ist jetzt anscheinend kein offizieller Weg mehr, sondern einfach quer durch die Landschaft. Ja, das ist nochmal ein Blick zurück in die Alpen und da kann man sehen, wie plötzlich die hier aufhören. Zwei rote Lichter. Was bedeutet das? Zwei rote Lichter bedeuten wahrscheinlich, dass man nicht bei Rot durchfahren darf. Also bisher klappt das mit den kleinen Sträßchen ganz gut. Ist nicht allzu viel Verkehr. Nur wenn man mal eine größere Straße kreuzt. Ja, die Landschaft ist jetzt nicht so dolle, aber vielleicht wird das gleich noch. Jetzt geht es hier sogar noch ein Stück über Schotterwege. Na, ich weiß nicht, ob hier schon mal jemand mit dem Fahrrad durchgekommen ist. Jetzt bin ich aus den Wolken, die sich vor den Alpen aufgestaut haben oder über den Alpen, raus und der Himmel wird blau. Es wird bestimmt schön warm. Ich bin in Cittadella angekommen. Das war früher ein militärischer Vorposten von Padua. Und hier gibt es noch eine Stadtmauer, vollkommen erhalten, die um den ganzen Altstadtkern geht. Sehr beeindruckend.
bin jetzt schon länger aus Zitadella raus. Ich habe jetzt länger nicht mehr gefilmt, weil die Landschaft eigentlich relativ gleich aussieht. Ich kann hier jetzt auch auf den Straßen nicht anhalten und fotografieren oder filmen. Das ist zu gefährlich in dem Verkehr. Auch wenn das Navi sehr gute Straßen rausgesucht hat, die nicht sehr verkehrsreich sind. Aber es gibt keinen Seitenstreifen und dann kann ich nicht anhalten. Ja, der Campingplatz, den ich mir rausgesucht habe, der soll jetzt noch ungefähr 9 Kilometer entfernt sein. Ich hoffe, es gibt ihn wirklich und er hat auf. Schauen wir mal. Ich folge jetzt so grob der Brenta. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich sie seit Bassano sehe. Und hier ist sie ein ganz zahmer, langsam fließender Fluss, der kanalisiert ist. Den Campingplatz, den ich mir gestern rausgesucht hatte, den gab es gar nicht. Es war ein ganz schönes Chaos mit Hundegebell und Leute fragen, die mich nicht verstehen und die noch nie was von dem Campingplatz gehört hatten. Ja, aber zum Glück habe ich dieses Hotel gefunden und bin da ganz gut untergekommen, ganz günstig und ja, habe eine gute Nacht verbracht. Ja, und wenn du wissen willst, wie es heute weitergeht, also im nächsten Video, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!